Deine Ziehklinge liegt schlecht in der Hand und wird nach einiger Zeit viel zu heiß. Dann ab in den Müll damit. Falsch. Du brauchst ein Reststück Holz. Biege deine Ziehklinge leicht in Form und zeichne die Rundung nach. Anschließend sägst du diese mit der Bandsäge einmal nach. Dann bohrst du ein Loch für die Schraube, die später die Ziehklinge festhält. Ein weiteres Reststück auf die Oberseite kleben und deinen Helfer mit Hobel und Säge aufs richtige Maß bringen. Für ein besseres Handling die Seiten abrunden. Und so sieht das dann aus. Jetzt kannst du deine Ziehklinge einsetzen und mit der Schraube fixieren. Fertig ist dein Ziehklingenhalter für 0 Euro. Jetzt kannst du einfach und schnell die Oberfläche von deinem Holz bearbeiten. Für ein perfekt glattes Finish. Genial, oder? Für mehr Tipps und Tricks, Kanal abonnieren und Beitrag teilen.